Liebes Tagebuch, heute zeige ich euch, zeige ich dir, was ich in dieser Woche gemacht habe. Na und damit herzlich willkommen. Nein, Spaß. Natürlich keine Woche, ich habe keine Woche gebraucht für das alles hier. Eigentlich bloß ein, zwei Tage und musste halt dann wieder ein bisschen Pause machen. Ihr seht, ich bin Level 61, habe auch meine Statuspunkte noch nicht verteilt. Zack, 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 zack. Ging also jetzt die letzte Zeit ziemlich schnell voran. Ich habe leider auch diesen Green Battery Buff wieder, weil ich eineinhalb Tage jetzt nicht gespielt habe. Dann haben wir hier die Planasona Quest, habe ich fertig gemacht. War ich ganz, ganz stolz auf mich. Habe sie tatsächlich nochmal fertig gebracht. Auch nochmal diese Eisbrocken Quest hier. Unglaublich, dass sie die nochmal fertig gemacht hat. Hammer. Ja, was haben wir denn hier alles im Inventar? Nicht viel Neues, ne? Bisschen mehr Gold, komischerweise. Woher das bisschen mehr Gold kommt, das zeige ich euch gleich, denn das möchte ich euch heute mehr nahelegen, zeigen, whatever. Und was ich noch machen musste, drum bin ich auch nochmal hier in dieser bescheidenen Eiswüste. Big White Spiders. Ah, okay. Denn ich habe diese Big White Spiders, wie ich gerade schon erwähnt habe, die musste ich nochmal verprügeln. Es gibt nämlich eine Inventarerweiterungsquest in Hotan, die sich... Was die? Nein, das war die Cursed Life. Die ist es nicht. Schauen wir mal. Finde ich schon. Die müsste sein. Belohnung. Irgendwo habe ich auf jeden Fall irgendwas mit von wegen Spiders kloppen gelesen. Und dann dachte ich mir, wenn man dir in Hotan... Oh, kann ich die aufsammeln? Wenn man dir das in Hotan schon anbietet, dann laufe ich da mal hin. Das... Warte mal. Das ist die Seelenquest. Die kann ich abbrechen, denn da komme ich nicht mehr rein. Gut. Dann haben wir hier... Dann haben wir hier... Was haben wir denn hier? Über Level 1 sammeln. Nein, die ist es nicht. Sandmonster habe ich auch schon ein paar geklopft. Da ist mir ziemlich schnell aufgefallen, die sind Level 63 und man sollte die am besten nicht provozieren, denn die machen unglaublich viel Schaden. Naja, wie dem auch sei. Dustwell, den kann man auch in die Tonne treten. Unser Tief ist auch nicht mehr da. Ich habe nebenbei mal kurz geschaut, ob der da wäre. Okay, ich finde sie nicht mehr, ist ja egal. Auf jeden Fall, ich glaube sogar, dass keine Inventarerweiterung war. Irgendwas war es auf jeden Fall von wegen Big White Spiders klopfen. Da dachte ich mir, ach komm, du hast eh noch die ganzen Quests. Machst du halt mal schnell. Machst du halt mal schnell. Und jo, habe ich auch gemacht. Ging relativ leicht von der Hand. Und ich habe noch was gemacht. Ich habe hier, tada. Jetzt. Ich hab. LOL. Okay. Cool. Man sieht das Eis nicht richtig. Das reflektiert zwar aber nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Geiler Grafikbug. Ja, ich habe hier zwei Leute drin. Eigentlich war die ganze Gruppe schon mal voll. Da bin ich aber. Das waren lauter Deutsche auch. Also, hallo an euch, wenn ihr mich noch kennt. Ich habe den in meinen YouTube-Kanal mal gepostet. Super nette Leute alle. Und dann wollte ich sie eigentlich powerleveln, hab gesagt, hey Leute, komm, geht's alle auf 20 hoch? Dann waren sie alle 20, sind sie offline gewesen und dann habe ich gesagt, okay, wisst was, wenn ich Zeit habe, powerlevel ich euch. Ich wollte es wirklich machen. Und dann ist mir was dazwischen gekommen, ich musste offline, sie waren nicht mehr online und dann war ich einen Tag lang nicht online, habe ein bisschen Eve gesuchtet und dann waren sie weg. Aber ich habe Ehrenpunkte bekommen. Diese Ehrenpunkte, das heißt sozusagen, wenn die 40 werden, wir haben es ja schon mal gemacht, drücken wir oben den Buff weg. Und dann kriegt man eben als Leiter dieser Party Ehrenpunkte. Das wird auch hier eigentlich aufgelistet. Schauen wir gleich mal nach. Aktualisieren. Da haben wir sie. 3 von 8. 5 und Graduate 1. Also einer hat mir bisher super und so. Die anderen sind halt einfach so abgehaut. Und wenn es mal mehr Punkte geben wollen, geben sie mehr. Wenn nicht, kriege ich halt eine Mindestanzahl. Auf jeden Fall habe ich da Punkte bekommen. Die Punkte kann ich dann später umtauschen in Waffen und sowas. Wäre eigentlich recht lustig. Ich mache es halt einfach bloß, damit die neue Leute kennenlernen. Dann haben wir mein Job-Level, wie man es gerade hier sieht.
Ich habe es gerade vorhin mal kurz schon offen gehabt. 36, das bedeutet, ich kann wieder diese Leader Skins 1 uppen. Ich krieg also hier 5% mehr Panzerung auf mehr Transportvieh. Und 5% schneller. Yes! Das ist super. Dann haben wir hier Quests. Ich glaube, das ist jetzt die Spider-Quest. Du hast den riesigen Monster so schnell gekümmert. Ja, das ist beides. Dann haben wir hier plötzlich. Ach, ja, ich nehme es einfach nochmal an. Ist ja wurscht. Und hier haben wir noch was. Keine Spinnen mehr. Du hast wirklich Big Blue Spiders erschlagen. Vielen Dank. Ich dachte, ich würde verrückt werden. Ja, ich auch. Was haben wir noch? Keine Spinne mehr. Die nehmen wir gleich wieder an. Ich werde es eh nicht mehr machen, aber annehmen kann ich es ja mal. Belebendes Blut. Oh. Also, das ist das frühe Big White Spiders. Ah ja, genau, das war diese... Wieso? Ich hab schon wieder Level Up. Ich komme nicht mehr hinterher mit den Klicken. Das ist echt der Wahnsinn. Ich habe momentan so viele Level Ups in letzter Zeit gehabt. Das ist krass. So, wieder 3 Statuspunkte verteilen. Dann haben wir hier meine Force, die nur auf 60 ist. Also meine Weapons und so. Den habe ich auch noch nicht hochgeskillt, werde ich aber bald mal machen. Das ist übrigens eine Klinge, die wirft man einmalig. Das heißt, man schwingt die und dann trifft den Gegner aus der Ferne. Ich glaube, 1,5 Meter Entfernung bloß oder sowas. Hier haben wir unseren Reinstecher, der ist auch schon Max. Und die ist, da haben es 15 Meter Nahkampfradius. Wenn man da drauf drückt, dann fliegen mehrere Klingen, habe ich mir sagen lassen, raus. Und dann trifft es halt mehrere Gegner auf einmal. Ich habe es aber noch nicht ausprobiert, werden wir aber mit Sicherheit irgendwann mal machen. Gut, hier haben wir nichts mehr. Lightning Buff, Movement Speed von 66 auf 69 hoch. Oh, sehr gut. Dann haben wir hier wieder einen Meter mehr. Unser Lion Shock ist jetzt auf 3 von 9. Unser Nuke ist oben. Das geht echt. Es geht ratzfatz dahin. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich. Ach, dieses Premium ist so krass. So, dann nochmal ein Level Up reindrücken. Perfekt. Wunderbar. Ich habe natürlich noch viel mehr vorbereitet. Erstmal muss ich aber einen Schluck von dem Kaffee nehmen. Ah, oh, ist der gut. Ah, oh, Was würde ich nur ohne Kaffee machen? So. Die Dimension Pillars können wir auch ignorieren. Die sind ja für uns eh schon Kinderkacke geworden. Da kann ich gar nicht mehr rein. Alter, ist es laut. Ich hätte vielleicht jetzt. Wieso bastle ich auch 5 Minuten vor der Tonaufnahme an der Video, an der Lautstärke rum? Ich bin so ein Idiot, ne? Ja, dann habe ich noch was Neues. Also so viele neue Sachen jetzt. Oh, cool. Jups. Haha. Und blockt auch noch. Noob. Gehen wir erstmal hier oben noch rein. Ja, klar. Ich meine, ich glaube jetzt hier gegen die hier. Dann haben wir hier noch was. Hier noch was. Hier noch was. Okay. Die V-Cave werden wir uns beim nächsten Mal anschauen. Habe ich mir fest vorgenommen. Den ersten Floor zumindest. Habe mir echt fest vorgenommen, weil ich die V-Cave liebe. Aber heute habe ich mir was anderes noch vorgenommen. Und zwar bin ich beim Leveln auf das hier gestoßen. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal an, was das ist. Denn es schaut eigentlich recht mächtig aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Also gibt es zweimal, hier und hier. Und ich dachte mir einfach, geht's mal weg hier, komm, könntest mir doch nicht den Moment versauen hier. Schleich dich. So, mal schnell verprügeln. Und ich würde sagen, das schaut eigentlich ziemlich mächtig aus, drum schauen wir uns das mal an. Also man läuft halt hier so hin und dann... What the fuck ist das? Vogel! Hat er jetzt einen Vogel oder was? Hat er jetzt 2, 3, 4 Vögel? Da hinten ist auch noch einer. Glaube ich. Geil, oder? Ah, doch plus 3. Schaut echt cool aus da vorne. Rips. Und anscheinend bringt es uns irgendwo da drüben hin. Grafik habe ich ja auf Max, kann also da nicht rübersehen. Schauen wir mal da hoch, ob man da hochlaufen kann. Natürlich kann man da hochlaufen. Mit so einer kleinen Festung mit innen drin. So für, keine Ahnung, irgendwelche Ansprachen oder sowas. Schaut also richtig, richtig cool aus. Die hätten eigentlich den NPC ja hier oben hinstellen müssen, meiner Meinung nach. Aber gut. Ja. Warum sollte man es auch leicht machen, wenn es schwierig auch geht? Man kann auch leider nicht hier rüber.
Aber es schaut schon geil aus, diese Vögel hier. So ein Luftschiff. Ich meine, wer hat ein Luftschiff im Garten stehen? Keine Sau. Mit Vögel, wohlgemerkt. Ansonsten auch coole Aussicht hier oben. Irgendwie ein paar Klippen, mehr sieht man nicht. Aber das Gebäude ist an sich ziemlich cool. Man kann sich halt hier irgendwie mit ein paar Leuten treffen, ein bisschen Action machen, PvP oder sowas. Eigentlich recht schön designt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich wollte mal sagen, ich will mal sagen, ich klicke hier drauf. Und zwar möchte ich zum oberen, zum nördlicheren. Diese Ladescreen einfach ignorieren. Das sind immer verschiedene, also die wechseln sich immer ab, warum auch immer. So, und das erste, was ich jetzt hier machen muss, ich muss mich aufwaffen. Oh, da springt schon irgendwas rum. Weg. So, das ist echt wichtig, dass man sich hier aufwacht, denn mit 62 zerlegen mich die wirklich schnell. Hier auch nochmal dieses Luftschiff. Schaut echt cool aus, mir ganz ehrlich sagen. Man kann auch von hier oben nach da unten fliegen oder von da nach da, das ist egal. Und was ich, bevor, dass ich jetzt hier noch Action mache, noch machen möchte, ich möchte euch etwas zeigen. Schon wieder? Moment mal, was denn noch? Und zwar ist mein Pet jetzt hier, Level 50. Und kann jetzt hier einen neuen Buff, den man einfach bloß. Wenn man jetzt hier Linksklick drauf macht, sieht es, dann blinkt es. Das heißt, diese Attacke ist aktiv. Das macht er dann immer automatisch. Er hat aber auch noch einen zweiten. Da wird meine kritische Abwehrbilanz höher gesetzt, wie man hier sieht. Und das Coole an dem ist, es dauert zwar bloß 60 Sekunden, aber mit diesem Buff kann man das Pet stacken lassen. Wie genau das mit dem Stacken funktioniert, habe ich echt noch keinen Plan. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Angeblich kann man das irgendwie stacken lassen. Ich habe aber, wie gesagt, noch keine Idee, wie das funktioniert überhaupt. Ja, jetzt bleibt stehen. Jetzt kommt es aber nach. Irgendwie kann man das machen, dass das Ding stehen bleibt. Ich habe, wie gesagt, noch keinen Plan davon. Mal gucken, wie ich das hinkriege. Werde ich auf jeden Fall dann posten oder sagen, wie es geht. Und das, ich pack's jetzt mit Absicht wieder weg. Denn die Dinge hier sind gefährlicher. Manche sind nicht aggro. Zum Beispiel diese Cloak sind nicht aggro. Allerdings gibt es hier auch Champions davon. Von denen ihr bitte mit 60 auf jeden Fall fernhalten. Die sind richtig, richtig stark. Also die geben euch schon richtig aufs Maul. So. Die Masks sind aggro. Sind auch ein bisschen höher. Die benutzen auch eine Force, wie man hier sieht. Oh. Aber sie droppen auch Gold. 322 Gold. Yay, wir sind reich. Yes, wir haben mehr Gold als alle anderen Level 60er bis jetzt. Und zwar 322. Natürlich könnte man auch diese Faded Beats verkaufen und dadurch ein bisschen Geld machen, aber brauche ich eigentlich nicht. Ich meine, ich komme jetzt momentan noch so gut durch die Runden. Und ich wollte euch einfach mal ein paar Mobs zeigen hier. Hier zum Beispiel haben wir. Boah, hier zum Beispiel haben wir Quest-Mobs. Die haben so ein Quest-Logo oben drüber. Schaut eigentlich recht cool aus. Schaut echt cool aus, ne? Das bedeutet halt einfach bloß, dass die für eine bestimmte Quest da sind. Und die sind extrem stark. Also prügelt sie auf keinen Fall an. Denn die zerlegen euch mit Sicherheit in euer. Also in dem Level hier zumindest. Oh, fuck. So, was haben wir hier noch alles? Hier haben wir jetzt schon Vögel. Black Eagle. Eagle. Keine Ahnung, was das heißt. Rabe vielleicht oder sowas. Das sind auch natürlich nicht aggro. Sind aber mächtig, mächtig stark. Denn die machen Lightning Nukes. Also für mich natürlich easy going. Benutzen aber alle, wie gesagt, hier so Forces. Also. What the fuck? Benutzen alle Forces. Da ein bisschen aufpassen. Denn es gibt ja verschiedene Forces. Man kennt es ja schon. Eis friert einen ein. Lightning springt auf einen zweiten Spieler oder auf eine zweite Kreatur meistens irgendwas über. Das heißt, wenn ich ihn angreife mit der Lightning. Dann könnte es sein, dass er, wenn der neben dran steht, dass er halt ja auch Schaden kriegt. Springt also über. Übertrittschance, da steht C dort. Und Feuer ist halt eben dieser Burn-Effekt. Und da gibt es auch noch viel, viel mächtig. Wow, fucking. Ein Champion. Die schauen echt geil aus, ne? Hammer. Dann gibt es halt auch noch viel, viel mächtigere Viecher. Ein paar kennen wir ja schon. Oder habe ich euch schon gezeigt. Da waren wir mal traden. Da hat uns jemand hier durchbeschützt. Jetzt können wir hier eigentlich schon ziemlich alleine durchlaufen. Das finde ich echt ziemlich cool.
Also ich meine, wir sind ja, ich bin jetzt schon richtig mächtig und ihr verfolgt zwar immer das Mächtige hier mit, also Hammer, ne? Ja, da kann man also schon die ersten paar Taler kann man sich erfarmen und davon auch Pots kaufen, wenn man das möchte. Ich weiß zwar nicht ganz, was ich mit dem Geld jetzt momentan machen soll, weil ich habe jetzt schon mehr als andere und ich brauche es aber eigentlich nicht. Auch diese Items kann man natürlich jetzt verticken. Hier sieht man auch mal, die MP-Pots sind eigentlich wesentlich kleiner, die hier droppen. Das heißt, wir kriegen viel, viel größere Geschenke. Passt also da mal auf, wenn der Übergang ist von 60 auf 70, dass ihr nicht auf einmal ohne alles da steht, weil ihr denkt, fuck, wir haben ja irgend so 0815 Pots bloß noch. Die füllen nicht mehr voll auf. Schaut euch das mal an. Also das ist wirklich Kinderkacke. Zum Vergleich mal den hier. Der geht da schon noch richtig rein. Ja, wir haben auf jeden Fall noch mehr Mobs hier. Ich möchte euch einfach mal ein bisschen die Gegend zeigen. Schaut eigentlich recht cool aus hier oben. Mit diesen Gipfeln und so und Bäumen und Bäumen? Bäume? Jo, lauter Black. Also ziemlich viele so rabenartige Kreaturen. Da ist ein Giant. Oh. Und jetzt kommen eigentlich die interessanteren. Die kennt man vielleicht noch aus einem früheren Part. Da wurde ich mal durchgetradet. Das war so ein Extra Long, heißt der auch. Irgendwie ist es so bezeichnet. Da sind die Viecher jetzt schon richtig heftig. Die sind jetzt 82. Da muss ich mir wirklich zusammenreißen, dass ich die pack. Die haben es echt in sich. Wie man hier sieht, ich muss hier wirklich auch mein Schild ziehen, wenn ich das nicht machen würde. Dann drücken wir mit Schild 2000 rein. Also ohne Schild ist das fast nicht machbar. Droppen halt auch ein bisschen Gold. Gut, ich meine, hallo? Die Dinger sind 82 und die prügeln die mit 62 K.O. Geht's noch? Jetzt wollen wir mal schauen. Ich weiß gar nicht, welche das da aggro sind. Ich glaube, dass die dunkleren, von denen die aggro sind. Also immer die dunkleren. Da gibt es auch welche mit Speeren. Das sind aber dann die hellen, glaube ich, aggro. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Schauen wir mal, ob ich die finde. Geronimo! Und sofort auf den Pott drücken. Ja, komm, 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 tot. Krass, ne? Also was die Viecher reindrücken, das ist der Hammer. Natürlich war das jetzt beabsichtigt. War natürlich alles beabsichtigt, denn ich wollte wieder zurück in die Stadt und mal einfach ein Return Scroll hier verballern. Ja, was gibt's noch Neues? Ich habe mal jetzt so viel Neues innerhalb von ein paar Tage jetzt. Inventarerweiterung, da ist sie doch, natürlich. Ich habe doch gewusst, dass ich eine gemacht habe. Wie heißt die nochmal? Die hat nämlich nicht Inventarerweiterung geheißen. Oder? Inventarerweiterung, tatsächlich. Allgemeine Anfängerquest Level 60. Ja, okay. Gut. Ich finde es jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall haben wir Inventarerweiterung gekriegt. Yay! Haben halt 4 Slots mehr. Das ist eigentlich schon mal mächtig. Kann wieder unser ganz Grimmskrams-Zeug, das wir hier rumflacken haben, da reinwerfen. So ein Scheiß und keine Ahnung, was können wir noch reinwerfen? Das Pet-Scheiß-Zeug da und ach, schmeißen wir noch das hier rein. Ist doch wurscht. Irgendwas halt, dass das Ding mal voll wird. So, hier haben wir noch eine Quest. Das ist in der Wüste, aber die macht man nicht. Na, Mole war das. Mole. Schauen wir mal. Freund, bla bla. Fertigkeit, bla bla. Carry Tears. Bitte bringe mir. Keine Ahnung. Zähne, das ist Mole, das ist die B-Cave. Habe ich mal auswendig gelernt. So, holen wir uns wieder ein bisschen Pots, würde ich sagen. Und dann, vielleicht gehe ich jetzt auch schon in die WKF rein. Oder gehe zumindest zu dem Lager unten noch runter, wenn ich Zeit habe. Ich glaube eigentlich schon. Ja, doch, komm, so lange haben wir noch Zeit. Haben wir uns eh schon wieder ein bisschen Geld verdient? Haha, haha. So. Einmal den ganzen Krimskramszeug. Ach, hier sind übrigens die Waffen, wie ich gerade das Falsche geklickt habe. Da sieht man auch mal, die kann man dann bloß 5-mal reparieren. Steht in dem Blue Buff unten drin. Man kann sich aber so Alchemie-Items kaufen. Kostet Geld und ein paar Punkte. Und dann kann man die eben nochmal reparieren. Wenn wir zum Beispiel eine Level 64er, 62er, da die könnte man schon holen. Kostet aber 1000 Points. Ja, wir haben 32. Yay! Ihr merkt selber, dass das ein bisschen blöd ist. Allerdings ist es trotzdem eine coole Nebenbeschäftigung. Es macht eigentlich recht viel Spaß, immer mit ein paar Leuten zu chatten und sowas. Also ist schon recht cool. Man kann sich nicht beschweren.
So, ich port mich jetzt mal nach DW, weil mir jetzt sonst nichts anderes einfällt. Und jo, schauen wir mal. Schauen wir uns das Lager nämlich an. Ach, mein Kollege ist auch schon wieder offline von der Gilde. Gilde ist auch sehr aktiv momentan. Ein paar Leute sind ja sehr inaktiv, aber gut. Dafür sind andere wieder aktiv worden oder sind wir neu mit drin. Ich finde es eigentlich recht cool. Es ist immer so ständiges Kommen und Gehen manchmal. Genau, was ich euch noch zeigen muss, natürlich, das habe ich total vergessen. Pet, komm raus. Das Ding hat ja immer noch keinen Namen. Ich habe mir jetzt einen überlegt. Und zwar nenne ich mein Haustier Mr. T. T. Na, T. Oder bloß T. Mr. T. Komm, das hört sich doch cool an, oder? Jetzt komm. Das passt doch voll zu ihm. Oder der T-Minator. Na, Mr. T finde ich cool, wenn es geht. Kann nicht vergeben werden, okay. Dann probieren wir es mal nochmal aus. Mr. T. Kann nicht vergeben werden. Okay, wieso kann denn dieser Name nicht vergeben werden? Mr. T. Geht auch nicht. Schade, okay, dann. Oh. Ja, dann muss mir doch was anderes überlegen. Ich habe mir eigentlich gedacht, das klappt jetzt aufs erste Mal. Dann würde ich sagen, macht mal es anders. Dann schreibt ihr unten in die Kommentare rein, was für Namen, dass ich dem Vieh geben soll. Ganz einfach. Natürlich nicht lange rum. Also irgendwie so ein Mr. T geht anscheinend nicht. Schaut mal, was da für Namen gehen. Schreibt's mal was. Und jo, genau. Schreibt mal das. Ich möchte einen Namen von euch haben, dann dürft ihr den Namen bestimmen, wenn mein Name nicht geht. Scheiß, echt wahr. Der Kaffee wird auch schon wieder kalt. Ja. Ein exponentielles Abkühlen des Kaffees. Nun ja, gut. Gehen wir mal zu diesem Lager vor. Ich wollte euch ja ein bisschen was zeigen wieder. Unglaublich, was ich hier am Leveln bin. Mit diesem Gold-Ticket, das ist echt krass. Also ich komme da fast nicht hinterher. Ich habe es vorgestern habe ich es knapp geschafft, die 300 Stunden wegzukriegen. Es waren irgendwie 280, wo ich wegbekommen habe. Und ihr seht ja selber, was da an Leveln weggehen. Also das ist doch nicht normal. Das ist, keine Ahnung. Wenn ich das noch ein bisschen laufen lasse, dann bin ich auf Level 80. Das ist schon heftig. Naja. Okay, hier müssen wir auf jeden Fall her. Quest abgeben. Jo. Herlaufen. Vielen Dank, dass du uns das gebracht hast. Ja, nochmal was. Ach, das ist dieses Ghost. Blablabla. Bringen. Soll ich ihm was bringen? Da soll ich ihm auch was bringen. Oder töten eigentlich, eher gesagt. Da haben wir eine Quest. The Earth Ghost Bugs. DB Cave. Also Käfer. Bug. Käfer. Spieler ist bereits beschäftigt. Okay. Dann haben wir hier Earth Ghost. Aha. Also kommen jetzt ziemlich viele mit Erdgeist und sowas. Hat ja auch irgendwo Sinn gemacht oder macht auch irgendwo Sinn. Denn, ja, es sind auch diese Earth Ghosts hier und diese Earth Ghost Gunpowders und Earth Ghosts und man darf nicht die Earth Ghost Golems vergessen. Und die Meek Earth Ghost Ghosts und, da habe ich schon Ghost gesagt und Earth Ghost? Nein. Natürlich nicht. So. Und jetzt können wir nämlich da mal reinlatschen. Da freue ich mich echt schon drauf. Man kann ja mit 40 da schon rein. Aber. Wir sind halt jetzt erst reingegangen. Was will ich auch eher drin? Ich meine, bringt mir auch nichts. Ihr könnt euch da drin powerleveln lassen. Solltet ihr hier drin sein in meiner Gruppe, schreibt es mich an. Wenn ich Zeit habe und ich habe oft Zeit, dann powerlevel ich euch natürlich. Müsst mal hier den Blue Buff immer geben und so ein Scheiß und dann mache ich das echt gerne. Habe ich absolut nichts gegen. Also da einfach mal ganz. Oh, guck mal, Earth Ghost Giant. Kriege ich den One-Hit weg? Oh, zu wenig MP. Halt. Ich krieg den halt echt nicht One-Hit weg. Natürlich. Wie könnte ich auch. Ah. Ich habe meine Pots vergessen, da reinzuziehen. Naja, wie dem auch sei. Wir gehen jetzt hier mal rein.
Man merkt schon, der Part wird ein bisschen länger. Nicht viel. Das muss ich aber jetzt genießen. Halt. Das muss ich jetzt echt genießen. Genießen. Da haben wir es doch. Ich meine, das ist jetzt immerhin ein ehrenwerter Augenblick. Dun, 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 dun. Yay! Und hier sind wir auch in den Katakomben. Und das Ding ist unglaublich unübersichtlich scheiße aufgebaut. Also es ist echt krass. Man kann sich, das ist wie ein Irrgarten aufgebaut. Man kann sich nur verlaufen hier drin. Ich buff mich jetzt mal nur softmäßig auf. Ich brauche mir nur eigentlich zwei Buffs. So, mehr brauche ich auch nicht. Und ich gehe jetzt einfach mal nach rechts. Ob sie nach rechts oder links geht, ist komplett egal. Der einzige Unterschied ist entweder hier ist ein Stein oder auf der anderen Seite hier drüben ist ein Stein. Das ganze Ding ist ekelhaft aufgebaut. Man muss hier wirklich stundenlang zum Teil laufen, damit man sich hier auskennt. Das ist jetzt die erste Kammer. Sind hier dort ein Earth Ghost Bugs, also Käfer und Geisterkäfer. Also Erdgeisterkäfer und Geisterkäfer. Oder Käfergeister. Whatever. Die Dinger machen jetzt nicht unbedingt den Mörderschaden. Und in so einem Floor, also die Dinger nennt man hier Floor, kann man auch super leveln, wie man sieht. Es geht wirklich super schnell. Vor allem die Räume sind extrem klein und nicht unübersichtlich, sind richtig schön aufgebaut. Kein Problem, also kein Problem, nix Problem hier. Nix Problem. Alles super. Nein. Also hier kann man wirklich super schnell leveln, wie man hier sieht. Oh, da kommt ein Party. Schau mal, ob ich den auch pack. Der ist nämlich schon ein bisschen mächtiger. Aber. Alter, was drückt denn der Schaden rein? Also, ihr habt das gerade selber gesehen. Ich bin auf 300 nach unten gewesen. Hier mal Snow Shield anmachen. Physikalischer Schaden ist halt einfach nicht gut für uns. Snow Shield an. So. Es dürfte schon ein bisschen besser gehen. Oh. Too much Damage. Das ist echt krass. Also diese Partyviecher, die machen halt nicht nur, oder die haben nicht nur mehr Leben, sondern die machen auch nur wesentlich mehr Schaden als die normalen, glaube ich. Ah. Und jetzt erklärt das doch schon einiges. Hier ist nämlich jemand herin, der levelt nämlich die anderen Jungs da draußen. Jetzt erklärt das nämlich schon so ziemlich vieles. Ah, guck mal hin. Der ist gerade eben wieder eingeloggt, wahrscheinlich disconnected oder sowas. Denn DW wird sehr gerne, also die DW Cave wird sehr gerne als Taxi Cave benutzt. Liegt einfach daran, dass halt hier ums Eck überall kann man sich hinstellen. Jetzt gerade vorhin gesehen hat, wie die anderen Jungs da draußen, die stellen sich einfach irgendwo hin und dann passt es und keiner kann da was anhaben. Und von diesen Räumen gibt es halt jeweils immer vier. Also, machen wir denn? Eins, zwei, drei, vier. In den zweiten Raum hier ist ja der Stein da, ungefähr hier. Da muss man einmal komplett durch die ganze Cave durch und dann kommt man auf der anderen Seite wieder runter. Also komplett komisch aufgebaut. Die Jungs kennen wir auch noch, die zeige ich euch aber mal im nächsten Part. Denn ich würde sagen, ich halte mich hier noch in diesem ersten Raum ein bisschen auf und klopfe hier ein bisschen ein paar Mobs. Vielleicht machen die Jungs halt hier auch irgendwie. Schaut nämlich aus, als hätten sie eine Party offen. Vielleicht kann man da reinjoinen. Und ja, mit dem verabschiede ich mich auch. Bis zum nächsten Mal. Euer Netrak. Haut's rein. Tschüss. Ciao, ciao. You survive, Red Source and the X-Men. Close when it's never burned.